Willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Pokémon Kolosseum. Jetzt geht es jetzt los. Wir sind gleich im Finale. Diesmal kämpfen wir jetzt gegen Yakira. Bravo, bravissimo. Wirklich großartig. Ich denke, Team Krypto sollte dir einen Vertrag als Trainer für Showkämpfe anbieten. Kein Zweifel, in kürzester Zeit wärst du der absolute Topstar. Aber leider hat auch mein Großmut seine engen Grenzen. Vor diesem Publikum wirst du den Kampf gegen mich verlieren. Und dann wirst du spüren, wie lächerlich all deine Bemühungen waren. Tja, diesmal kämpfen wir jetzt gegen Krypto Yakira. Der ist nicht ganz ohne. Der ist jetzt im selben Level wie wir. Wir werden aber unser Bestes geben. Und unsere Pokémon wurden jetzt vollständig geheilt, was ich auch ziemlich nice finde. Glaube ich mal zumindest, oder? Tatsächlich hat er uns vollständig heilen lassen. Das ist ja ziemlich nett. Gut, Guillotine werde ich jetzt auf Gardevoir einsetzen und Donner auf Zwirklob. Mal sehen, ob das jetzt klappt tatsächlich. Gott sei Dank lässt sich Raikou nicht klein kriegen. Aber Guillotine geht jetzt leider nicht mehr. Schade aber auch. Höhner, das heißt, ich darf jetzt die Attacke nicht mehr mehrfach nehmen. Für wen ist jetzt Konfusstrahl gedacht? Ah ja, klar. Und leider hat Yakira keinen Battle Beam. Ihr wundert ihr euch jetzt sicherlich jetzt, aber das war ja sowas von klar. Warte. Finte auf Zyklop und Funkensprung auf Gardevoir. Leider ging denn dann. Leider ging die Attacke ins Leere. Aber ich bin mal gespannt, was für ein Krypto-Pokémon er im Petto hat. Psychokinese. Auf Skorgler. Und Skorgler hat es nur mittelmäßig überlebt. Und ich glaube, es wird jetzt auch auf Skorgler gehen. Nee. Diesmal auf Raikou. Da werde ich jetzt mal Skorgler wechseln. Weil das bringt ja nichts weiter. Inzwischen werde ich jetzt mal das Gardevoir fertig machen, weil Gardevoir ist natürlich ein overpoweredes Psycho-Pokémon aus der Höhenregion. Zyklop kann ich aber eher nicht so beurteilen. Raikou kann jetzt ja immer noch nicht angreifen. Das könnte jetzt den Kampf etwas schwieriger machen. Ah nein! Direkter Treffer. So ein Dreck. Dann machen wir halt Psycho-Pokémon gegen Psycho-Pokémon. Geht nicht anders. Ich weiß ja natürlich, dass Zyklop auch Geist-Typ ist. Und das kann ziemlich bitter werden. Psychokinese auf Zyklop, bist du jetzt behindert? So. Gib dein Bestes, Psyana, mit Spukball. Aber Gardevoir ist ein richtig starkes Psycho-Pokémon. Das muss ich schon lassen. Und damit geht Zwirklop jetzt mal baden. Ich bin mal gespannt, was sein drittes Pokémon jetzt dafür im Petto hat. Logok! Ein Kampffeuertyp. Ich werde dann Psychokinese auf Logok einsetzen. Ich finde das jetzt mal schön fleißig ein. Du setzt mal Psychokinese auf Logok. Das trifft ja direkt. Super. Und das mit den One-Hits, nice. Waldreiser. So, Gardevoir sind wir jetzt schon mal weg, los. Ich bin mal gespannt, wer der Boss sein wird hier von Team Krypto. Satu. Dann Waldreiser setzt nochmal Psychokinese ein.
Es hat ja sehr viel rein vom Psyana. Supi. Ah, der Konfusstrahl hat jetzt doch getroffen auf Psyana, aber Gott sei Dank hat es schon Psychokinese eingesetzt. Inzwischen kann ich jetzt Raikou wieder beleben lassen. Na, Anziehung wird blind. Ich glaube, es wird sicherlich für Nachfahrer gehen, oder? Nee, auf Psyana? Warum auf Psyana? Okay. Okay. Muss die Sache etwas einfacher, geschmeidiger machen. Auch besser so. So, dann werden wir mal Beleber einsetzen für Raikou. Boah, Schnabel. Oh. Und es wird Zeit, dass wir jetzt einmal Xatu aus dem Weg räumen. Ich bin mir sicher, jetzt kommt sein Krypto-Pokémon, der ziemlich overpowered ist. Metagross! Level 50! Und es ist ein Krypto-Pokémon, wie man schon erwartet hätte. Ah, da kommt jetzt gerade in die Rechte jetzt Raikou in einen Satz. Aber den Kampf können wir jetzt nicht verlieren. So viel ist sicher. Konfusstrahl werde ich jetzt auf Metagross einsetzen und Donner auf Valraiser. Mindestens trifft er jetzt diesmal. Wenn das Spiel es so will. Gut, Valraiser sind wir jetzt mal los. Jetzt ist nur noch Metagross übrig. Und das Pokémon werden wir auch jetzt fangen. Eisenabwehr. Es kann Erdbeben haben, also da muss ich schon aufpassen. Ja, du wirst mal geheilt. Und du, Raikou, könntest denn in Ruhe, wenn das nicht verletzt, so schwer verletzt, Funkensprung einsetzen. Kryptoschlag. Oh, ich finde es einfach nur geil, diese Animation von ihm. Ah, Raikou übersteht diese Attacke. Super. Und inzwischen können wir einen Fangversuch wagen. Gebracht, ich habe schon geahnt. Ja, er versucht weiter mit Kryptoschlag. Verletzt er sich aber mehr. Inzwischen können wir jetzt mal in Ruhe jetzt unsere Pokémon heilen. Besonders jetzt Psyana. Und inzwischen machen wir noch einen weiteren Fangversuch. Wir haben eh noch 28 Überbälle, also... Wir können es ruhig ausgeben. Wir können alles ausgeben, Leute. Natürlich ist Metagross jetzt nicht so einfach zu fangen, wie wir es erwartet hätten. Ich habe eher gedacht, er hat noch Erdbeben bei sich, aber so wie es aussieht, hat er es nicht. Okay, einmal Ruckzuck-Hieb setzen wir mal ein. Hat aber eine hohe Verteidigungswerte.
So, dann inzwischen lassen wir uns weiter mal... Nein, die Kahlmaschine nicht einsetzen. Sollte ich jetzt nicht. Scarclub bekommt jetzt noch eine kleine Heilung. Da haben wir schon unser Team jetzt dann wieder vollständig. Aber der Final Boss wird jetzt kein großes Zuckerschlecken sein. Aber wir geben unser Bestes. Ah, ganz knapp. Oh, das kann jetzt bitter werden. Mache ich nochmal einen Kung-Fu-Strahl und einen Ruckzuck-Hieb. Ein Ruckzuck-Hieb würde nicht schaden. Oh je. Das Metagross hält aber sehr viel aus, weil es die Attacke Eisen abwehrt. Erhöht natürlich die Verteidigungswerte. Deshalb hat es auch ein Tank, also richtig gebufft. Von der Verteidigung her. Ich fand es irgendwie bei Pokémon Kolosseum ziemlich seltsam, dass Fastelka so ein absolutes Tank ist. Das habe ich nicht verstanden und das begreife ich bis heute immer noch nicht. Warum die das gemacht haben. Raikou möchten wir nicht verlieren. Jetzt gehen den Hyperball, Metagross. Wir wollen jetzt endlich das Spiel beenden. Scheiße. Der bleibt ziemlich zäh. Aber wenn wir es nicht fangen, ist auch nicht schlimm. Wir können ihn immer wieder fangen, aber... Den Meisterball möchte ich natürlich jetzt später nehmen. Nur ein bisschen der AP auffüllen. Auch wenn wir es nicht gefangen haben, wir können ihn immer wieder versuchen. Beim nächsten Mal. Ey, come on! Warum lässt er sich nicht fangen, der Appe? So rufen lasse ich ihn mal. Ich werde ihn nicht angreifen, ihm. Ist ja sowas von klar. Das Metagross ist ziemlich zäh. Ein Kryptoschlag braucht er noch, dann ist er eh K.O. Jetzt geht in den Hyperball. Ansonsten haben wir ihn halt mal verpasst. So ein Mist. Och, come on. Das habe ich leider nicht fangen können. Aber was soll's. Den kann ich sowieso wieder fangen. Erst im Endgame wieder. Aber was soll's. Das gute Pokémon war sowieso schwer zu fangen. So, Psyana bekommt jetzt ein Level Up. Und diesmal haben wir Yakira besiegt. Leider kein Krypto-Pokémon gefangen. Aber das ist doch vollkommen grotesk. Was du nicht sagst. Ah, pass auf, Red. Wir sind noch lange nicht... Genug, Yakira. Du machst dich lächerlich. Aber... Verzeihung, Erhabener. Wie? Was? Yakira entschuldigt sich? Aber er war doch der Kopf des Teams. Oder etwa nicht? Der Bürgermeister, was macht er denn hier?
Respekt, Respekt. Was für ein prächtiger Kampf. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass ihr es bis hierher geschaffen würdet. Was? Der Bürgermeister? Aber wieso? Und wieso hier? Ach nein. Hast du es immer noch nicht durchschaut? Wie kann man nur so naiv sein? Ich bin nicht der nette, hilfsbereite Bürgermeister und mal der Herrscher im Dunkeln, der Boss eines mächtigen Verbrechersyndikats. Mein wahrer Name ist Intrigo. Ich werde nichts weiter als die Weltherrschaft an mich reißen. Ihr könntet es wagen, meine Pläne zu durchkreuzen. Aber ich werde meinen Plan gnadenlos durchziehen und beim nächsten Mal werdet ihr keine Rolle in diesem Plan spielen. Ich werde euch zerquetschen und dann steht nichts mehr zwischen mir und der Weltherrschaft. Ja, der Boss ist natürlich Intrigo, ein waschechter Eggman-Kopie. Dr. Eggman kämpfen wir jetzt diesmal. Oberkrypto Intrigo, er setzt natürlich Letra King und Macho Mai. Und der ist schon weitaus überlevelt. Ich bin mal gespannt, ob wir das jetzt schaffen werden. Das ist jetzt der finale Kampf gegen Intrigo. Und er wird jetzt nicht ganz ohne sein, dieser Final Boss Fight. Und er hat jetzt Letra King jetzt mal einen Ex-Angriff rein. Ich bin mal gespannt, ob wir das jetzt schaffen werden. Ob wir sein Krypto-Pokémon werden wir sowieso definitiv fangen. Wir haben sowieso jetzt unser Meisterball bei uns, um sein stärkstes Krypto-Pokémon in sein Team zu krallen. Es gibt dein bestes Raikou. Na, der hat auch Erdbeben bei sich, das ist nicht gut. Aber der haut seinen Letra King jetzt einmal in die Schelle. Aber er hat Raikou jetzt ausgenockt. Und die Musik ist einfach nur der Banger. So, nach diesem Final Fight werden wir wahrscheinlich Schluss machen, dann mit dem Let's Play auch. Das wird jetzt auch so klar sein, für euch alle. Weil das Let's Play ging schon ziemlich lang. Ich weiß, es gibt noch eine Postgame-Story, aber das werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr meistern können. Weil das wird dann sowieso mit starken Trainern entwickelt werden. Und das Training wird sehr lange dauern dann auch. Pierrot, Level 60. Zermalmklaue. Auf. Diana, der hat jetzt. Was? What? Der hat es echt ausgenockt. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Wollen wir mal Letra King in die Schelle? Das war auch sein zweites Pokémon hinüber. Jetzt kommt sein viertes Pokémon. Ich bin mir sicher, sein sechstes Pokémon wird ziemlich Sache. Und jetzt kommt Brutalanda. Ich mag Brutalanda auch schon sehr, aber Brutalanda kann schon mal brutal werden. Wenn es auch Brutalanda heißt. What a coincidence. Naja, Drachenklaue. Das kann jetzt. Naja, Skorgler hat es überstanden. Das ist ja super. Suicune. Mach jetzt mal Platz. Boah, mit einem Hit. Nice. Boah, Suicune, du bist echt geil. Lashoking. Level 61. Oh mein Gott. Silberhauch. Das kann jetzt für Skorgler bitter enden. Da brauchen wir jetzt 3Q. Bei diesem Fight brauchen wir jetzt 3Q, weil das wird jetzt nicht mehr so einfach. Ja, da kannst du es mal weg umpusten mit deinem Eisstrahl, weil Lashoking ist natürlich Eis- und Wasser-Psychotyp. Aber leider bringt es nicht so viel.
Aber Sherex ist eingefroren, das ist super. Aber der ist schnell aufgetaut, what the fuck? Ach, ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Wir schaffen das schon. Den Fight werden wir noch schaffen. So, einmal Trank. Na super, Donner trifft jetzt auf einmal jetzt mehrfach. Das ist ja supi. Der Kampf geht jetzt mal ziemlich doch gut in die Reihe. Ich habe schon gedacht, ich schaffe das gar nicht in diesem Level. Aber falsch gedacht. Psychokinese. Ausgerechnet auf Raiko immer nur. Machen wir das Lasho King jetzt mal zur Schnecke. Das war's auch schon mit ihm. Jetzt kommt sein Krypto-Pokémon, Despotar, Level 55. Das ist sein ultimatives Krypto-Pokémon. Ja. Das letzte Krypto-Pokémon im Hauptgame. Und das fangen wir jetzt mal schön fleißig ein. Dann haben wir schon die Sache bald beendet. Ich weiß nicht wieso, aber die Musik ist einfach geil als Final Boss Fight. Und das Recon gehört jetzt schon fleißig mir jetzt. Das Despotar gehört jetzt uns. Und da haben wir keine Sorgen zu machen, das Despotar wird instant gefangen. So. Damit beenden wir jetzt mal den Kampf, jetzt mal schnell endgültig. Ja, da ein Krypto-Pokémon haben wir nicht fangen können, aber das werden wir dann später dann machen. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde, nochmal neu. Da werde ich das noch dazwischen drehen. Und ich werde es dann schon so dann offscreen dann fangen, also keine Sorge. Aber ich habe schon gedacht, den Trigger wäre ziemlich unmöglich, aber so wie es aussieht, mit diesem Level, wo ich jetzt bin, habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich es fangen könnte. Gut. Aber ich habe jetzt irgendwie keine Probleme gehabt bei diesem Fight, also ganz ehrlich. Top-Genesung hat er auch noch bei sich, das ist ja auch klar. Ich habe schon gedacht, er lässt es nicht heilen. Aber jetzt geben wir ihm die volle Breitseite. Jetzt geben wir Gummi. So, Intrigo. Du hast echt geschissen. Das war's. Deine Kryptopläne sind jetzt nur endgültig außer Gefecht gesetzt. Ja, und das war's mit dem Final Boss. Ein ultimatives Krypto-Pokémon! Halt, du entkommst und mir nicht noch einmal. Elender Krypto-Gangster. Eure Pokémon-Pläne haben sich endgültig erledigt. Cosma, alles in Ordnung? Pika, pika. Na warte, das wirst du noch bereuen, Brad. Das nächste Mal kommst du mir nicht davon. Das schwöre ich, so wahr ich der große Intrigo bin. Oh nein, er will mit dem Helikopter fliehen. Adieu, meine Lieben. Denkt nicht, ich hätte meine Pläne zur Eroberung der Weltherrschaft mit Krypto-Pokémon schon aufgegeben.
Denkst du es wirklich? Es scheint aber, der Plan endet hier. Was? Intrigo, du und deine Kumpane, ihr seid alle verhaftet. Aber was ist das? Das ist Ho-Oh, das legendäre Pokémon. Tatsächlich, es ist Ho-Oh. Wahnsinn. Es hat euch wohl die ganze Zeit über beobachtet und heimlich geholfen. Ein Pokémon wie Ho-Oh lässt nicht zu, dass irgendwelche Schurken Krypto-Pokémon erschaffen. So ist das also. So ist das also. Ho-Oh hat die ganze Zeit über uns gewacht. Red, jetzt ist also tatsächlich alles vorbei. Es ist wirklich viel passiert, aber jetzt haben sich alle Probleme gelöst. Dank deiner Hilfe, Red. Danke, Red. Du hast gekämpft wie ein echter Held und zum Schluss gesiegt wie einer. Sieht nur. Ho-Oh, so nah. Tatsächlich, so habe ich selbst ich noch nie gesehen. Cosma, Red, Ho-Oh will euch gratulieren. Ende gut, alles gut. Wirklich, jetzt ist alles gut. Oh ja. Tja, das war's. Das war mit Let's Play Pokémon Colosseum. Der Story-Teil, Hauptstory-Teil. Ja, es ist einer der besten Spiele gewesen auf dem GameCube und ich weiß, es gibt noch sogar den Nachfolger von Pokémon XD, der dunkle Sturm, den ich aber später Let's Playen werde, denn ich habe jetzt was anderes vor und ich möchte jetzt mal wieder in die Hauptreihe wieder mal reinspringen. Diesmal werde ich jetzt mal überlegen, was für Pokémon spiele ich jetzt noch Let's Playen werde. Pokémon ist natürlich immer noch mein Hauptcontent auf meinem Kanal. Und werde ich mich später dann entscheiden, was jetzt kommen wird. Entweder werde ich jetzt an den 6. Generation und die 7. Generation jetzt nochmal fokussieren. Das heißt, entweder Pokémon X und Y wird kommen oder Pokémon Ultrasonne, Ultramond. Weiß ich jetzt derzeit noch nicht, aber ich lasse es euch dann wissen. In weiterer Zeit kann ich jetzt euch was sagen über das Spiel natürlich. Es ist einer der besten Spin-Off-Spiele, die jemals veröffentlicht wurde für den Konsole. Noch jetzt schon das dritte Spiel, das 3D-Pokémon-Kämpfe hatte. Wilde Pokémon-Kämpfe gab es natürlich leider nicht, was aber schade ist, aber hey, das gibt es jetzt natürlich im Nachfolger, ein Pokémon XD, der dunkle Sturm. Und dieses Spiel werde ich mir erst später dann vorknüpfen, wahrscheinlich erst im späteren Herbst. Und ja, was soll ich sagen? Grafischerweise sieht das Spiel, obwohl es seit 2004 raus war, sehr, sehr gut aus. Und das Kampfsystem war ziemlich gut. Pokémon, die Krypto-Pokémon sind, die man fangen musste, fand ich dieses Konzept ziemlich gut gelungen. Und da weiß man auch schon, warum Pokémon Colosseum und Pokémon XD der Dunkle Sturm einer der erfolgreichsten GameCube-Spiele geworden sind. Ich weiß, es gibt auch Pokémon Channel und Pokémon Box, was natürlich für Pokémon Colosseum dazu hinzugefügt wurde, für die Spezialedition. Aber ja, vorerst kann ich jetzt nur sagen, ein sehr gutes Spiel kann ich euch nur empfehlen für die Leute, die jetzt gerne wieder mal in die Zeit zurückdrehen wollen und dieses Spin-off mal gönnen wollen. Und ja, was als nächstes kommen wird, was für nächstes Pokémon-Spiel kommen wird, entweder kommt jetzt ein Pokémon-ROM-Hack oder ich werde mich an die Hauptspiele wieder mal fokussieren. In dem Sinne verabschiede ich mich jetzt für dieses Projekt, Leute, und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play von Pokémon wieder. Und ja, das war's von mir. Bis dann und ciao. Falls euch der Part gefallen hat, Like da lassen, abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play dabei. Und ich weiß selbst, es gibt noch einen Krypto-Pokémon zu fangen. Das war natürlich Metagross, was aber leider ich nicht fangen werde. Ich habe jetzt schon lange den Part schon in die Länge gezogen. Das Duellberg habe ich nicht meistern können, weil es jetzt schon zu heftig war. Und das werden wir dann wahrscheinlich leider nicht meistern können. Aber hey, Hauptstory-mäßig sind wir jetzt durch. Ich bin damit stolz auch darauf, ihr auch. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann beim nächsten Projekt wieder.
ja gesagt, denn mit Pokémon Colosseum geht es jetzt ab jetzt nicht mehr weiter. Ich weiß ja selbst, dass das Postgame jetzt extra schwer wird und mit diesem Level schaffe ich das eher derzeit nicht. Also, wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder, es sei denn ein Pokémon Bromhack oder einer von den zwei Generationen, Generation 6 oder 7, Ultrasonne und Ultramond und Pokémon XD, Pokémon X und Y. Das Spin-Off kommt erst im Verlauf des Jahres noch. Bis zum nächsten Mal, euer Red Pokétendo. Ciao! Ah ja, apropos, hier noch eine Meldung hier. Eine kleine Meldung hier. Da steht drauf, wir Lenny aus Spiritus und ich haben ein neues System erstellt. Ab sofort werden Mails von Unterstützern des Kids Network direkt auf deinem PTA weitergeleitet. Dadurch bekommst du auch viel mehr Infos über Krypto-Pokémon. Viel Spaß! Ja, das ist jetzt eher das Postgame-Content, was ich nicht meistern kann. Aber hey, wir haben jetzt mindestens hauptstorymäßig alles erledigt. Und wir sehen uns dann halt im nächsten Projekt, wie gesagt, wieder. Mal sehen, was für ein Pokémon-Spiel ich jetzt nächstes Let's Playen werde. Das werden wir dann bald herausfinden. Also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Pokémon-Projekt wieder. Euer Red Pokétendo.